Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial von mir auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video setze ich dort an, wo ich im vorangegangenen aufgehört habe. Im vorangegangenen Video habe ich euch gezeigt, wie ihr an die Hauptfunktion Main Parameter übergeben könnt oder Argumente übergeben könnt und dann diese Werte in eurem Programm ja, verarbeiten können. Ne? Und ja, daran ansetzend dachte ich, so eine kleine Passwortabfrage, ne, die erstelle ich euch, erstelle ich nicht euch, sondern erstelle ich mit euch zusammen, so dass ihr ein bisschen Übung bekommt. Es ist jetzt hier nicht der höchste Security Level, also ihr könnt jetzt nicht mit dem Programm hausieren gehen und es für viele, viele Millionen Dollar verkaufen. Aber es ist ein weiterer Schritt in, oder auf unserem Weg dann halt zu einem ausgebufften und versierten C-Programmierer. Ne? Okay, also, ich gebe mal ein hier PWD Work Printing, Print Working Directory und dann seht ihr, dass ich mich hier im entsprechenden Ordner hier, YouTube-Ordner befinde hier, den ich für euch angelegt habe. Und jetzt lege ich eine, und erst zeige ich euch noch, was da drin ist in dem Ordner. Nichts, ne? LS, List, ne? Und das listet die Dateien und Ordner auf. Da ist nichts. Okay, das ändern wir. Wir legen hier nämlich eine Datei an, password.c und vi-password.c und dann Enter und i versetzt uns in den Insert-Modus und dann include std io age und jetzt int main und jetzt die runde Klammer int ac. Der erste Parameter gibt die Anzahl der an main übergebenen Argumente an und hier so, das ist hier das String Array, das main übergeben wird. Ne? So, return 0. Klar, main hat einen Rückgabewert, eine Integerzahl und bei einem ordnungsgemäßen Ablauf oder Beenden des Programms wird eben an das Betriebssystem der Wert 0 zurückgegeben. Und jetzt gucke ich mal. Jo. Also, erstmal möchte ich wissen, hat der User denn ein Passwort übergeben? Also, if ac ist größer als 1, erinnert euch daran, dass der bloße Funktionsname schon als Argument gezählt wird, ne? Und das soll eben nicht reichen, sondern wir brauchen ein Passwort oder der User braucht ein Passwort, um hineinzukommen. Und da ich jetzt hier Folgendes machen möchte, also, ich möchte hier einen Vergleich, einen String-Vergleich str-cmp ausführen, mittels der Funktion String-Compare. Ne? So, und diese Funktion, diese String-Funktion ist nicht in der Header-Datei stdio.h enthalten, sondern in einer anderen, und das ist die Funktion String.h. Da haben wir es. Ja, und hier teste ich, ob das an Main übergebene Argument mit dem, ja, in diesem Programm festgelegten Passwort übereinstimmt. argv und hier 1, also hier ist eine Fehlerquelle, ne, eine mögliche. Ich sage euch das gleich nochmal. So, das Passwort lege ich jetzt mal fest mit geheim, ne, so, ja, okay. So, also, die Fehlerquelle befindet sich nämlich hier. Also, wie ich schon sagte, das erste an Main
übergebene Argument ist der Programmname selbst. Ne? Und auf das erste Argument greifen wir zu mit argv0, aber wir wollen das Passwort, wir wollen also das, was der User dann halt mitgibt beim Aufrufen des Programms, und hat nun mal den Index 1 hier, und das gehen wir noch einmal in den if-Kopf. Jetzt führe ich den Vergleich aus, also if string compare argv1 geheim gleich gleich 0, also soll heißen, wenn, also erstmal zur string compare Funktion, ne? String compare vergleicht zwei Strings. Und wenn diese Strings miteinander übereinstimmen, liefert StringCompare den Wert 0 zurück. Das heißt also, wenn wir hier 0 erhalten, stimmt eben das vom User eingegebene Wort mit dem erforderlichen Passwort überein. Ne? Und okay, so putz, also wenn er es richtig eingegeben hat, dann du bist jetzt eingeloggt. Okay. Und else put du kommst hier nicht rein. Okay. So. So, ich denke, das sollte jetzt klar sein, was das Programm macht. Ne? Erst einmal die Überprüfung, ob überhaupt zusätzliche Argumente mit übergeben worden sind. Ne? Springt hier das Programm eben hier innerhalb der geschweiften Klammern. Und hier wird eben das Passwort verglichen, und und hier könnt ihr euch vorstellen, dass sobald der User eingeloggt ist, dann das etwas umfangreichere Programm, ne, dann losgeht, und ansonsten kommt er hier nicht rein. Ne? Und wenn er eben nur den Programmnamen eingibt, also nur das Programm aufruft ohne irgendwelche zusätzlichen Parameter, dann da passiert gar nichts. Ne? Dann ist einfach nur Return 0 hier angesagt, und dann wird das Programm beendet. Ne? Gut, so, also ganz einfache Passwortabfrage. Es geht auch nur ums Prinzip und darum, dass ihr euch so, ja, dass ihr so ein bisschen spielt und euch an die ganzen Geschichten gewöhnen. Ne? Gut, wir sind hier im Insert-Modus im Vim-Editor. Ich beende den Insert-Modus, indem ich auf Escape klicke oder drücke und dann hier Doppelpunkt WQ, um das Ganze abzuspeichern und um Vim zu verlassen. Enter, und dann lande ich direkt im Terminal gcc-o und dann Password und Password. C, ne? So, diese Anweisung kompiliert und linkt den Quellcode. Dann schauen wir. Oh, welche Überraschung. Fehlerfrei ist ein Ding. Ne? Finde ich gut. Ne? Passiert nicht immer. Ne? Ich denke, es sollte auch jedem klar sein, der eine Zeit lang programmiert. Programmieren ist eigentlich Fehlerbeseitigung. Okay, hauptsächlich Fehlerbeseitigung. Und okay, dann rufen wir das mal aus, oder nicht aus, sondern auf das Programm. Ich übergebe jetzt hier keine weiteren Parameter und drücke jetzt mal die Enter-Taste. Ihr seht, es passiert hier nichts. Ne? Das heißt also, so war es ja auch gedacht. Und wenn ich hier den Hello eingebe als Passwort, dann seht ihr die Ausgabe, du kommst hier nicht rein. Und wenn ich hier geheim, ja, das geheime Passwort hier mit übergebe als User, dann du bist jetzt eingeloggt. So. Ja.
Das war's. Ne? Das Ganze kann man natürlich noch ausbauen. Ich mache mal vorne, das geht nochmal hier in den Editor. Das Ganze kann man natürlich auch ausbauen und hier so eine Do-While-Schleife implementieren und weiß nicht was, ne? So dass der User meinetwegen drei Versuche hat, ne? Sein Passwort korrekt einzugeben. Aber diese Spielereien überlasse ich euch. Setzt euch einfach vor eurem Bildschirm und ja, nehmt eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee dazu und programmiert mal gemütlich vor euch hin. Ne? Das kann nicht schaden, das macht Spaß und ja, das ist hier so gedacht, dass ihr halt diese Tutorials nehmt als Anregungen. Und ja, euer eigenes Ding macht, so kommt ihr auch schneller voran. Ihr kommt auch schneller voran, das sage ich auch immer wieder, wenn ihr euch mit anderen Leuten zusammentut, mit dem kleinen Bruder oder der großen Schwester oder der kleinen Schwester und dem großen Bruder, mit Cousins und Cousinen, mit Freunden, Kumpels und ich weiß nicht wen, ne? Und ja, schließt euch zusammen, lernt zusammen, verfolgt diese Videos und macht dann eure eigenen Programme, spielt damit herum. Ne? So kommt ihr wunderbar voran. Und ja, das Wichtigste ist natürlich auch noch darüber hinaus, dass ihr dran bleibt, dass ihr nach Möglichkeit täglich irgendwas programmiert. Und ich halte es auch für wichtig, dass ihr aus eurer Komfortzone, aus der gemütlichen IDE wie Xcode oder Codeblocks hinausgeht und euch an das Terminal hier gewöhnt. Das Terminal ist sehr, sehr, sehr mächtig, Freunde. Also das kann ich euch sagen. Also je mehr ihr erfahrt über das Terminal, je mehr eure Fähigkeiten wachsen, desto weniger wollt ihr darauf verzichten. Es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Ja, auf dem Apple-Gerät, auf dem Linux-Gerät und ja, die Eingabeaufforderung auf Windows-Geräten. Also damit kann man auch viel, viel anstellen, sehr viel mehr, als man das durch diese gewöhnlichen Programme machen kann. Ne? Gut, okay. Sonst noch was? Ja, also abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht getan habt schon und betätigt diese Glocke, wenn ihr das Abo schon gemacht habt, denn diese Glocke gewährleistet, dass YouTube euch bei neuen Uploads von mir auf meinen Kanal informiert. Aber jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören und ich freue mich riesig, euch im nächsten Tutorial zu sehen. Tschüss, arrivederci und bye bye.